Friedrich Rückerts, Die Weisheit des Brahmanen, Buch 1, 25. Ich streue Perlen aus und niemand achtet drauf. Bald streue ich keine mehr, dann lest ihr diese auf. Wenn du erkennen kannst, wie vielfach ist das Eins, fällt mit der Vielheit ein die ganze Welt des Scheins. Das Eins ist zweierlei, das Eine und das Zweite. Die Zwei sind Eines, mit sich selbst im Widerstreite. Das eine Eins ist hier, das andere Eins ist dort. Die tauschen unter sich den Namen und den Ort. Blick in den Spiegel und verdoppelt siehst du dich. Blick weg und auf in Eins löst sich das Doppel-Ich. Im Spiegel ist dein Bild, du selber aber bist nur dessen Spiegelbild, der aller Urbild ist. Denn in den Spiegel er mit Liebesblicken schaut, entsteht ein Weltbild, das, blickt er hinweg, zertaut. Drum preist die Liebe, die ihm stets den Spiegel hält, dass ihm, dem einen, sich als zwei zu schauen gefällt. Das Eins ist zweierlei, hier Einheit unentzweit, dort in der Zweiheit hergestellte Einigkeit. Eins ist der Punkt, der Kreis des anderen, und das dritte ist zwischen Kreis und Punkt die vielteilbare Mitte. Was ist der Kreis? Ein Punkt, der um sich selber kreist und seinen Umfang wölbt wie sein Leib der Geist. Zieh einen weitesten Kreis und drück ihn weit ins Ferne. Sogleich erscheint er dir als Punkt, gleich jedem Sterne. Setz einen kleinsten Punkt, ob unsichtbar er wäre. Brauch ein Vergrößerungsglas und er erwächst zur Sphäre. Ins Wasser wirf den Stein und sieh, wie sich erweitern aus Kreisen Kreise, um im weitesten zu scheitern. Eins, ob der Kreis zerfloss, eins, ob er nie entstand. Denn eins ist alles, denn der Schein der Zweiheit schwand. Die Zwei ist Zweifel, Zwist ist Zwietracht, Zwiespalt, Zwitter. Die Zwei ist Zwillingsfrucht am Zweige, süß und bitter. Wenn Zwietracht Eintracht wird und Einfalt das Zwiefalte, dann wird der Schaden heil am alten Weltzwiespalte.